didn't start, only remembering parts. Someone was saying, my head was swaying, and music was playing. Someone took it too far. You bastard, you know who you are. That girl will never heal those scars. She knew to hide them all away. Forgetful, well, neglect to say.
Lecker. Willkommen zur meisten Anreise. Ich sage kurz Respekt, obwohl einer über via Facebook was gepostet hat mit angeblich 9 Stunden Anreise. Ich weiß nicht, der ist immer noch nicht hier. Was hat er nicht gewonnen? Sag ich mal Platz 3. Wir brauchen erstmal ein paar Mädels zum Verteilen hier. Taxi! Ja. Komm, weiche deines Amtes! Platz 3 geht an Gütersloh mit 386 Kilometer, ein Opel-Diplomat. Mit der Nummer 120. Hallo! Ja, wir warten einen Moment mit der Pokalvergabe. Emmy, Moment, Auto, Emmy. Hol mal den Magneten, Helga oder Felger? Wir haben jetzt den Typen mit der GT0752 und mit der Nummer 120 Opel Diplomat auf Gütersloh, ja oder nein? Ja, das ist Pascal, kann ich nehmen.
Hallo Mädels. Heute ist die Anreise aus Essen, 468 Kilometer mit dem Kennzeichen EBB 327, Startnummer 3. So, heute ist die Anreise Bochum. Kommt hier irgendeiner aus Bochum? Ja, das ist ja, dann ist doch scheiße hier. Ich kenne auch alle, aber ich habe trotzdem keine Pokale. Ja, aber das ist doch jedes Jahr dieselbe Zeit, selbe Uhrzeit. Seit 9 Jahren, 16 Uhr, stehen wir hier und machen Pokale. Ja, nein, alles gut. Nehmen alle drei mit. Preise den Herrn. Essen vorbei. Ja, genau. Da haben wir einen Opel-Diplomat. Hier ist Platz 2. Mit 468 Kilometer. Da müssen wir jetzt durch. Kommen wir jetzt zu der wichtigen Sache. Coolste Bude. Ja, bitte, bitte. So, Platz 3, wunderschönes Auto, ein Krabbler, VW Käfer, Baujahr, 19, schieß mich tot, mit dem Kennzeichen PLÖ LB5, also aus Plön. Ein Money Gag hier. Plön. Ja. Das ist eine Frau, also Männer! Mein Gott, was ist denn hier los? So, kommen wir Platz 2 aus meiner Heimat aus Flensburg. Ein Hot Rod. Da wird die Wahl nur eng, da war nur einer hier heute. Hallo. Da ist er noch, na siehst du wohl. Super. So. Kommen wir zum 11. Platz, coolste Bude, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt, mein wunderschönes Auto, Ski im Lack, der kommt aus Aurich. Aurich, wo ist denn der? Keine Ahnung. Ost oder West oder Nordfriesland, keine Ahnung. Ein Kamanchia, muss ich ganz ehrlich sagen, geile Hütte. Wirklich. So, nicht dafür. Wir haben zu danken, dass mit dem tollen Wagen hier war. So, jetzt kommen wir hier zu meiner Lieblingskategorie, schönste Bude. Hat nichts mit cool zu tun, weil eigentlich beißt sich das immer. Irgendwie schönste, coolste, das ist immer so ein Zwiespalt. Und schönste Bude ist halt so, wir haben dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich tolle Autos da gehabt. Trotzdem, wenn er auch ohne ABS, aber wer Autos sehen möchte mit ABS, ich glaube, die stehen irgendwo in Eckernförde drin. Wir haben auf Platz 3 ein Chevy Bel Air Station Wagon mit der Nummer 57, Baujahr 57 aus Flensburg. Schon wieder unglaublich. BJ 57. Was er zum Derby sieht morgen, ne? Unglaublich. Das Witzige daran ist, ich komme auch aus Flensburg und er hat angeblich das Fahrzeug seit 8 Jahren und ich habe den noch nie gesehen in Flensburg einfahren. Aber mein Fahrzeug gesehen, das besitze ich nur 3 Jahre oder besaß. Zulassungsstelle, stimmt. Trotzdem, vielen Dank für dein Bel Air. So,
Ich komme mit das berühmte TH, ein Thunderbird Baujahr 57 aus dem Kennzeichen SL-P4. Eine kurze Frage, wie könnte man denn einen Buchstabe und eine Zahl hin? Vitamin B ist alles. Ne? Vitamin B, ne? Beziehung. So. Jetzt kommen wir zum Highlight. Also in meinen Augen wirklich, es wäre schön, wenn er vorfahren könnte. Weil wirklich, das ist wirklich die schönste Bude, die heute hier war. Das ist ein Studebaker von 1951. So, wäre toll, wenn er eben mal ganz kurz klammheimlich sich ins Fahrzeug begibt und einmal hier vorfährt. Weil wirklich, es ist ein, ja, was soll ich sagen, wunderschönes Auto. Kommt gleich. Ja? Darf ich nicht fahren, wa? Also, nee, wirklich, also wäre toll, fahr mal das Ding vor, das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Auto. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unglaublich, wunderschönes Fahrzeug. So, da haben wir die schönste Bude 2015 hier in Eckernförde am Südstrand. Vielen Dank, dass ihr so weit oder dass ihr überhaupt gekommen seid. Darf ich jetzt weg? Wirklich. Ich bin bloß der Fahrer. Danke.